Im Konflikt der ukrainischen Behörden gegen die Regierungsgegner im Osten der Ukraine hat die Kiewer Armee bei Slawansk jetzt Brandbomben eingesetzt. Der Einsatz von Brandwaffen gegen Zivilpersonen bzw. in einer Art und Weise, in denen es leicht zu sogenannten Kollateralschäden kommen kann, ist entsprechend dem Verbot von unterschiedslosen Angriffen in den Zusatzprotokollen von 1977 zu den Genfer Abkommen von 1949 verboten. Phosphorbomben stellen auch einen Verstoß gegen Artikel 35 des ersten Zusatzprotokolls dar, der Waffengeschosse und Material sowie Methoden der Kriegsführung verbietet, falls sie geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen oder dazu bestimmt sind oder von ihnen erwartet werden kann, dass sie ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen. Смотри, как все еще лежит. Смотри, смотри, что делают. Чтобы утверждать с большой долей вероятности, что это, не нужно быть экспертом. Вот видео из Семеновки. Медленно движутся к земле горящие снопы. А теперь найдите различия. Январь 2009-го, сектор Газа. Атака израильской армии. Ноябрь 2004-го. Ирак. Город Фалуджа. Белый фосфор применили американские войска в операции «Ярость призрака». Последствия ядовитого фосфора жители ощущают до сих пор. Они болеют раком, у них рождаются дети с уродствами. Стопроцентной уверенности, что под Славянском применили фосфорные боеприпасы, нет. Но вероятность очень велика. Это мнение военных экспертов.